Unser letzter Referent der heutigen Keynote beendete seinen Master und fing direkt als Web-Content-Redakteur bei UFALab an. Heute arbeitet er dort als Project- und Innovation-Manager. UFALab ist eine Produktionsunit spezialisiert im transmedialen Storytelling und sie kreieren und produzieren Online-Bewegtbild. Zusammen mit dem Multichannel-Network DiviMove arbeiten sie mit YouTube-Künstlern zusammen und unterstützen diese. Und heute wird er uns mit der Vorhergehensweise bei UFALab vertraut machen. Einen ganz großen Applaus für Daniel Brückner. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Auch nochmal danke an die Vorredner, an Alex und Robin. Ich versuche, Redundanzen zu vermeiden. Es gibt, glaube ich, sehr viel Überschneidungen und Themen. Ich steige vielleicht mal ein und erkläre euch so ein bisschen, wie das UFALab verortet ist. Innerhalb der Bertelsmann-Gruppe. Wir sind unterhalb der ITL Group unter den Content-Providern bei Fremantle Media angesiedelt. UFA ist der Content-Producer davon in Deutschland. Fremantle weltweit hat Formate wie American Idol, die wandern vor, oder Britain's Got Talent, Bauer sucht Frau, ne, The Farm is Once a Wife, die sind sowohl in Australien, Amerika als auch in Großbritannien zu finden. Und das ist so ein bisschen, um einen Hintergrund zu bekommen, wie die UFA verortet ist. Innerhalb der UFA gibt es dann nochmal drei wesentliche Units. Einmal die UFA Serial Drama. Gestern haben sich schon einige auch geoutet als Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit 22 Jahren. Ich war sehr überrascht und fand es toll. Es gibt Hoffnung, dass die Serien auch noch, dass es die vielleicht noch weitergeben wird, im Gegensatz zum Beispiel zu Verbotene Liebe. Die es mittlerweile überlebt hat. Die Sendung wurde abgesetzt. Alles, was zählt, macht die UFA Serial Drama auch noch. Die UFA Fiction ist bekannt für TV-Filme und und vor allem Kinofilme. Unsere Mütter, unsere Väter, Rostock-Lichtenhagen und Bornholmer Brücke war ja auch so zum 25. Jahrestag des Mauerfalls sehr populär im Fernsehen. Die UFA Show produziert, wie schon angesprochen, American Idol, DSDS, Deutschland sucht den Superstar in Deutschland und auch das Supertalent Bauer sucht Frau, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, wo Arabella Kiesinger, wenn die noch kennt, aus dem früher 14 Uhr, jetzt gucken die YouTube, früher hat man 14 Uhr Arabella eingeschaltet, zu Hause im Glück, das nur so zum Hintergrund. Nochmal eins zurück. Das UFALab ist direkt an der Holding angedockt. Wir sind sozusagen das digitale Brain der UFA. Wir beraten alle drei Units und arbeiten auch kooperativ an Projekten zusammen, wie man, also gerade bei Supertalent und beim X-Factor geht es darum, um Brand Extensions zu kreieren, so nennt sich das, wie wir die Sachen verlängern, aber auch während die Leute schon oder die Producer bei UFA Fiction und bei den anderen Sektionen Formate entwickeln, sind wir auch von Anfang an dabei und überlegen uns, wie man das gegebenenfalls online spielen kann und nicht erst im Nachhinein draufsetzt. Das ist so ein bisschen der Anspruch und wir betreiben einfach viel Aufklärung innerhalb der UFA, was so ein bisschen digitales Mindset beinhaltet, ne? Was auch teilweise diese Parallelwelt YouTube mit sich bringt für gestandene Fernsehproduzenten. Nämlich für die Fernsehproduzenten gibt es so Herausforderungen, die haben meine Vorredner schon ein bisschen verdeutlicht, diese neuen Geschäftsmodelle, die sich aufgetan haben, neue große Player, die es gilt zu bespielen, mit denen umzugehen, zu verhandeln. Es gibt neue Technologien, die umarmt werden sollen, wollen. VR ist unheimlich spannend. Gab es gestern wahrscheinlich auch guten Insight vom Kollegen von Red Bull. Das ist ein super spannendes Thema, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigen. Neue Nutzerverhalten, Verbreitungswege. Ich glaube, es selbstredend, dass sich dafür natürlich ein neues Setup für Content Development entwickelt hat. Robin hat das Ganze schon ganz gut verdeutlicht. Und wir im Lab kreieren diese Inhalte und Formate. Aber um nochmal zu verdeutlichen, wie Online-Video auf dem Vormarsch ist, hat Robin auch schon ein paar Zahlen genannt und ich will jetzt auch nicht weiter nochmal diese Redundanz verschleiern, aber gerne mal fragen, wer von euch hat dann einen YouTube-Channel, hat Kanäle abonniert und guckt das wöchentlich? Ja, sind schon einige, aber sind es 50%? Vielleicht fast, ne? Snapchat? Ja,
Early Adapter, natürlich Medienstudierende sind nochmal eher dran, aber auch nicht so viele. Ne? Von 1,5 Milliarden aktiven Facebook-Nutzern könnt ihr euch wahrscheinlich noch mehr identifizieren. Ne? Wie hast du alles bei Facebook? Wahrscheinlich alle, oder? Ja, genau. Ja, das ist uns auch am nächsten. 70 Millionen Fotos und Videos täglich auf Instagram kommen für uns noch dazu. Ich glaube, bei den Zahlen rund um Snapchat und die gerade bei YouTube kursieren, geht es auch viel um den, also es ist eigentlich ist nicht unprominent, ne, aber der amerikanische Markt fokussiert oder ja, daher rühren die Zahlen. Und sowas wie Twitter ist noch nicht so angekommen in der Gesellschaft, wie es zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Ich habe immer, es wird besser und in den letzten 2 Jahren ist viel passiert, aber man hatte irgendwie vor einem Jahr noch den Eindruck, wenn man auf der Republika war, dass dort alle, die in Deutschland Twitter nutzen, auf der Republika sind. Das ändert sich zusehends, aber es ist noch nicht so wie in Amerika. Aber aus genau diesen Gründen und vor allen Dingen aus diesen digitalen Herausforderungen sah die UFA die Notwendigkeit, dieses UFA-Lab zu gründen. Und wir haben es 2010, haben wir uns in Kreuzberg angesiedelt und sind dann 2012 expandiert nach Köln. NRW ist auch so ein bisschen die größte oder die höchste YouTuber-Dichte in Deutschland, findet in Köln statt. Es ist auch witzig zu sehen, dass da irgendwie YouTube anders gelebt wird. Ich glaube, so ein LeFloid kann sich da nicht so einfach auf der Straße bewegen, wie es in Berlin kann. Liegt vielleicht daran, dass Köln auch ein bisschen kleiner ist, aber jetzt ist die ganze Tube One Gang von Hamburg nach Köln gezogen. Das wird so ein kleines Epizentrum. Für uns war es so eine, also es hat das Potenzial, so ein kleines Online-Hub Europas zu werden, weil irgendwie diese Facilities und die ganzen Studios hier vor Ort sind und die Möglichkeiten auf jeden Fall da. Ich bin am 2013 auch dorthin gegangen nach Köln, um das Lab damit aufzubauen. Und bevor wir weitermachen, zeige ich euch mal, was wir so produzieren. Jetzt vielleicht. Beschwert sich ganz vehement, dass er gerade einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt hätte. Entweder sagst du mir die Wahrheit und alles ist gut, ich lass dich frei. Oder ich spritze dieses Blut. Genau, um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen zu ordnen, es gibt so sehr diverse Projektfelder vom UFA Lab. Um das Ganze mal ein bisschen einzufangen, haben wir auf der einen Seite vor allen Dingen Auftragsproduktionen, wie wir zum Beispiel auch DIN AFOX 2, das wir zusammen mit der UFA Fiction fürs ZDF realisiert haben. Da gab es dieses Jahr auch, haben wir uns sehr gefreut über den digitalen Emmy, haben dort die Online-Experience mitdesignt und war natürlich am Set, ich weiß gar nicht, wer hat DIN AFOX 1 oder 2 gesehen von euch? Es waren so zwei Fernsehfilme innerhalb von einer Woche, bei DIN AFOX 2 und dazwischen hatte man so eine Online-Experience und konnte mit
acht Webisodes tiefer einsteigen in die Story. Noch ein Spiel dazu, das auch noch Insights gegeben hat, und man hatte eine 360-Grad-Investigation per App, wo man mithelfen konnte, den Mörder zu finden. Und das Schöne war trotzdem, dass wir das so designt hatten, dass die Filme an sich auch so funktioniert haben, ohne diese Online-Experience zu haben. Das war ganz wichtig, und die Learnings vor allen Dingen aus DynaFox 1, dass die Filme auch für sich funktionieren müssen. Aber man hat den zweiten Film mit anderen Augen gesehen, wenn man online dabei war. Dann produzieren wir auch zum Beispiel die Munchies-Folgen für Weiß, Motion Comics wie Ewig Mein ist schon ein bisschen her, da haben wir die Geschichte, das Prequel, die Vorgeschichte zu Abgeschnitten erzählt mit einem Motion Comic. Es gab eine Webseite dazu, und jede Woche, also 4-6 Wochen bevor das Buch veröffentlicht wurde, gab es diese Motion Comic Serie, und jede Woche wurde die Folge veröffentlicht, und als das Ewig Mein aufgehört hat, hat Abgeschnitten das Buch angefangen. Oder fürs WDR gab es einen Film rund um YouTube. Das sind so klassische Auftragsproduktionen, und auf der anderen Seite gibt es die YouTube Operations, die ursprünglich, also YouTube Operations waren es mal, es ist natürlich viel mehr, wie die Vorredner auch schon gesagt haben, bewegen wir uns in einem Konglomerat von verschiedenen, diversen Distributionsmöglichkeiten, die sich nicht nur zwangsläufig auf YouTube minimieren lassen. YouTube Operation und Ventures heißt, es ist gleichzeitig auch so ein Investitionsgeschäft für die UFA und Fremantle, dort eigene Programmmarken zu entwickeln und darin zu investieren. Aber wir haben auch andere, die trotzdem gegenfinanziert sind, wie zum Beispiel Mesh Collective, die edukative Inhalte für junge Zielgruppen entwickeln und für die Bundeszentrale für politische Bildung oder für die Robert-Bosch-Stiftung mit denen zusammenarbeiten und unter anderem mit Tense Make Sense oder Tense von Apple War Pictures ein Format machen, das heißt Tense Makes Sense, oder mit Dark Victory vom YouTube Clash machen wir auch ein Format, das heißt Brain Fat, das kommt auf seinem Kanal auch. Da sitzen bei uns die Redakteure. Und gleichzeitig ist so ein bisschen das UFA Lab auch so, was ich schon angesprochen habe, dieses Digital Knowledge and Innovation Center, das ist wesentlich so ein bisschen auch mein Bereich, dort den Research zu fokussieren, zu evaluieren, mit dem UFA Research Department zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen so den Markt zu scannen und das ganze Know-how-Transfer auch in die anderen Labels zu bringen, ne, und den Produzenten auch zu immer noch auch aufklären. Ne. Wir sind schon, also online hat eine ziemliche Gewichtung, aber für einen klassischen TV-Produzenten, der einfach von morgens bis abends auch eine Redaktion zu leiten hat. Das ist nochmal, den ganzen Prozess zu verstehen und hinterherzukommen, ist was anderes. Und wir arbeiten schon, wir haben so einen interdisziplinären Ansatz, wo verschiedene Leute miteinander zusammenkommen, und die gilt es auch so ein bisschen, den Development-Prozess so zu designen, dass diese Leute auch nicht so zusammenkommen, so gelegenheitsgetrieben, sondern der Development-Prozess ist schon so, dass wir ein klares Teambuilding haben, weil wir haben so diverse Professionen bei uns, die davon reichen, vielleicht um die Extreme mal zu nehmen. Wir haben auf jeden Fall Programmierer und Autoren, deren Mindset jetzt nicht darauf programmiert ist, von Anfang an so zusammenzuarbeiten. Ne? Man kennt es vielleicht im privaten Freundeskreis. So freundschaftlich geht sowas immer. Ne? Aber wenn auf einmal Leute auf professionellen Ebene zusammengesteckt werden und sollen jetzt mal funktionieren, dann muss man schon noch mal andere Hebel ansetzen und die einfach so ein bisschen auch an die Hand nehmen und gemeinsam viel visuell arbeiten, auch im Ideenprozess die an die Hand nehmen. Genauso mit Motion Graphics, also ziemlich viele Disziplinen vereinen, die dann zusammenkommen, um auch so eine transmedialen Formate zu kreieren. Und Bezug auf YouTube Operations oder Online Operations werden diese dann auch zu den sogenannten Kreativcoaches für die Creator. Weil wir haben es natürlich auch gelernt, aber es gab jetzt da nicht großartige Fails, aber das ist so ein bisschen spannend zu beobachten, wenn wir jetzt über die letzten Jahre mit den YouTubern zusammengearbeitet haben. Robin habt ihr vielleicht auch im Showreel gesehen, der war auch schon bei uns. Dann geht es natürlich einerseits um Engagement. Wir haben Auftraggeber, wir setzen YouTuber ein und produzieren mit denen, ganz klar. Die kriegen ihr Geld, aber andersrum funktioniert es auch, dass YouTuber zu uns kommen und Ideen verwirklichen können, für die sie selber noch nicht einfach die Möglichkeiten haben, ne? Vor allen Dingen finanziell da
größer aufzutreten. Da gibt es schon viele Ansätze und die machen auch viel. Robin hat es gerade auch dargestellt, welche Möglichkeit es gibt, Geld zu verdienen. Aber natürlich, wir als UFA wollen auch nicht einfach, nehmen diese YouTuber sehr, sehr ernst und arbeiten mit ihnen eigentlich auf Augenhöhe zusammen. Das heißt, damals, der Simon ist jetzt ein gutes Beispiel, Simon Unge, mit dem haben wir damals LAN produziert und der kam zu uns ins Kölner Lab und hatte diese Idee einer LAN-Party, weil irgendwie alle sich nur noch beim Zocken online treffen. Und früher gab es diese LAN-Partys und wir dachten, Mensch, lass uns doch ein Format machen. Und dann war das irgendwie so natürlich und wir haben von eine Nacht auf den anderen irgendwie einen Channel gestartet und hatten 61.000 Abonnenten, gute Abrufe. Also es hat sich auch gelohnt, eine neue Marke mit ihm aufzubauen. Und dies gilt es so ein bisschen weiter zu verfolgen. Das ist so unser Ansatz, den wir gerade haben. Und da kommen wir auch zur Vertikalisierung von Inhalten. Das klingt so ein bisschen technisch. Ich erzähle auch gar nicht mehr so viel über Vermarktung heute, aber das ist so, wir arbeiten halt mit Influencern zusammen, kreieren mit denen bestimmte Formate, die aber auch zu ihnen passen. Das heißt, wir bewegen uns schon in bestimmten, in der jungen Zielgruppe in bestimmten Nischen, die Interessen geleitet sind. Ne? Gestern beim Abschlusspanel war die Frage, was ist denn jetzt die junge Zielgruppe und was sind die denn genau? Ne? Oder wie divers sind die? Und wir versuchen es eigentlich damit zu beantworten, dass wir die jungen Zielgruppen bei ihren Interessen abholen, die so verschieden sind und sehr nischig. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, war vorhin die Rede von dem 1 Euro Tausender Kontaktpreis, den man so auf YouTube verdient. Ja, stimmt. Es gibt aber auch, YouTube belohnt einen, wenn man andere Zielgruppen erreicht. Wenn zum Beispiel Frauen erreicht zwischen 45 und 65, dann belohnt das YouTube fast mit einem Tausender Kontaktpreis von 20 Euro. Oder 20 Dollar pro Tausender Kontaktpreis. Es gibt so ein schönes Beispiel, das heißt Le Chat Noir. Da filmt einfach einer, das ist ein Kanadier, der filmt seine Katze ab, legt dazu Pianomusik, einen Sepia-Filter und Untertitel, dass sie sich nicht so wohlfühlt oder weil heute mal irgendwie einen Grumpy-Tag hat und hat damit irgendwie 135.000 Abonnenten oder 200.000, aber sehr gute Views, also bis millionenfache Views, weil natürlich die Zielgruppe der älteren Frauen nicht unbedingt abonniert, aber trotzdem schaut. Also die wissen, dass sie dann auf den Kanal gehen und da eintippen. Und der kann eigentlich davon ganz gut leben. Das ist ziemlich spannend und da gibt es, und YouTube ist halt nicht der einzige Kanal. Ne? Es geht natürlich darum, dass man auch vielleicht irgendwie eine eigene Plattform gründet und da die Formate veröffentlicht, aber das ist alles nicht so einfach, wie es klingt. Ich sehe gerade 5 Minuten, ich werde mich beeilen. Wie schon angesprochen, haben wir mit dieser Vertikalisierung begonnen zu den Original Channels. Wir hatten damals 2. Es gab ja diese Original Phase 2012 bis 2013, wo ich auch zur UFA kam. Und da hatten wir spitze Kanäle, die sich nur um Kriminalität befasst haben. True Crime, True Stories. Trigger hieß es damals. Jetzt heißt es wahre Verbrechen, wahre Stories. Es gab im Nachhinein also ein bisschen ein paar Schwierigkeiten mit Trigger Happy TV. Und Enter Berlin, speziell für Urban Lifestyle Culture, das ging schon in die Richtung, das waren schon Content Verticals, wenn man so will, eins spitz für Urban Lifestyle und zu wahre Verbrechen, wahre Stories. Spannende Formate, aber auch da haben wir sehr viel gelernt, wie man Inhalte auf YouTube oder qualitativ gute Inhalte auf YouTube platziert, produziert. Man muss auch sagen, alle Original Channels sind insofern gescheitert, ne? Wir hatten mit dem einen Format Simon nach einem Tag mehr Views als mit den beiden Channels in einem Jahr. Ne, also rentabel kann man da nicht sprechen. Wir wurden ja von YouTube finanziert, das war auch schön und YouTube wollte damit andere Zielgruppen erreichen. Das hat auch so halb geklappt. Bis auf Ponk waren eigentlich alle weit unter dem Level. Aber das liegt auch daran, dass die Zielgruppe, die diese Inhalte interessiert hätten, gar nicht wusste, dass es irgendwie in der riesengroßen Welt von YouTube diese Inhalte gibt. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Und jetzt kommen wir zu diesen neuen Verticals, wo wir quasi dieser Influencer oder mit den Influencern so zusammenarbeiten, dass wir mit ihnen Formate zusammenkriegen, wie schon gesagt. Ich kann so viel heute schon anreißen, dass wir in den Themensegmenten Automotive, Adventure, Education schon angesprochen mit Mesh Collective und Lifestyle sehr aktiv werden, eigene Programmmarken kreieren. Meiner Oma erzähle ich immer, wir machen jetzt Sender. Wir machen so Fernsehsender im Internet, so Spartensender. Oma, wie RTL Gold zum Beispiel. So, um das ungefähr darzustellen. Und
um so ein bisschen zu verdeutlichen, was wo vielleicht auch für die YouTuber der Mehrwert liegt, gerade im Production Value, habe ich euch nochmal einen kleinen Trailer mitgebracht von Action House, unserem neuen Format, das wir auch jetzt erstmal für Klippisch produziert haben und das aber diese Woche ist es gestartet auf Krankraft, das Kanal, und da nochmal auf YouTube auswerten. Und wir ganz happy damit sind. Ton. Na, bist du bereit zu verlieren? Oh mein Gott. Ja. Da ist noch Ton. Ja, aber ihr seht, wo es hingeht, vielleicht also vom Production Value her, dass da viel irgendwie mit Drohnen experimentiert wird. Und da haben wir auch mit Max zusammen, Max aka Krankrafter, die Folge zusammen entwickelt und er hat dann irgendwie seine Freunde gefragt, ob die dabei sind. Vielen Dank.